Sie sind hier, 22. September 2018, 11.56 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Der Ex-Münchner Dominik Kahan, M., erzielte sein erstes Tor für die Chicago Blackhawks, Urheberrecht Imago München. Dominik Kahan kommt immer mehr in der NHL an und trifft gegen die Ottawa Senators erstmals im Blackhawks-Trikot. Auch ein Assist gelingt ihm. Dominik Kahan hat in der NHL Preseason für die Chicago Blackhawks erneut überzeugt und seine Torpremiere im neuen Dress gefeiert. twitter.com/neilblackhawks/status/1043306098982354950. Bei den Ottawa Senators erzielte der deutsche Nationalspieler den zwischenzeitlichen 2:2 Ausgleich. Es war sein erster Treffer im Blackhawks-Trikot. Zudem bereitete er später den 5:2 Endstand durch John Hayden vor. Die Blackhawks hatten bereits mit 0:2 zurückgelegen, bevor auch dank Kahan die Wende erfolgte. Trainer Joel Quenneville bescheinigte dem ehemaligen Münchner anschließend seine bisher beste Leistung in der Vorbereitung auf die neue NHL-Saison. Blackhawks-Coach lobt NHL-Neuling Kahan, es war sein bestes Spiel und er hat in seinem ersten Auftritt als Center einen guten Job gemacht. Es hat mir gefallen, was ich von ihm auf dem Eis gesehen habe, und natürlich hat er einen tollen Pass auf Hayden gespielt, lobte Quenneville, twitter.com/neilblackhawks/status/1043334536732594176. Für Chicago war der Sieg in Ottawa der erste Sieg im dritten Preseason-Spiel. Bei den Detroit Red Wings hatte der NHL-Champion der Jahre 2013 und 2015 ohne Kahan mit 2:4 verloren, in der ersten Partie bei den Columbus Blue Jackets eine 1:4 Niederlage kassiert. In jenem Spiel lieferte Kahan den Assist zum einzigen Tor seines Teams. Nach Olympia Silber jetzt NHL in Chicago. Dank seiner Leistungen darf sich der 23-Jährige, der mit dem deutschen Nationalteam bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang die Silbermedaille gewonnen hatte, berechtigte Hoffnungen auf einen festen Kaderplatz im NHL-Team der Blackhawks machen. In der Preseason trifft Chicago in den kommenden Tagen erneut auf Detroit, Ottawa und Columbus, diesmal jedoch dreimal vor heimischer Kulisse. Die Regular Season beginnt für die Blackhawks am 4. Oktober, dann wieder mit einem Auswärtsspiel bei den Senators. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.